Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ja, sind Captain Spirit. Und auch Chris. Und das ist unser Papa, Charles. Emily, die Mutter, ist leider verstorben, wie wir schon mitgekriegt haben. Ja. Da sind noch ein paar Bilder und so weiter. Wir gucken uns aber erstmal hier nochmal das Bild an, und zwar das da. I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Ach so. Ich dachte, da ist vielleicht die Mutter drauf. Okay. Sorry, Pop, it's war. Ich glaube, der wird aber sauer, wenn wir ihn dabei nerven. Yeah, look at the scoreboard, motherfuckers. All right. Ja, auch mitgekriegt, dass er ein Alkoholproblem hat und dass ihn das alles sehr mitnimmt, dass seine Frau gestorben ist. Das ist I wish I could go on a hike with Mom. This has to be Mom's. She liked art. Ernsthaft? Mark Jefferson? Den kennen wir da irgendwo her, oder? Alter. Ja, okay. Marky Mark ist auch hier drin. Und er hatte anscheinend schon damals, wenn man uns mal, wenn ich das anguckt, 1995. Von 1990 bis 1995 hat er schon so düstere Sachen gemacht von irgendwelchen Mädchen, die hilflos irgendwo waren. Da liegt ein Auto. Let's check this out. Gel Fresca, Cities of the Pain. Ooh, that looks scary. I should read that. Nachtschatten-Tagebücher. Okay. Ja. Okay. Handy entsperren möchte ich es nicht. Ich möchte erstmal gucken, was wir sonst noch haben. Wir haben eine Telefonnummer. Wir können das Telefon benutzen. Wir haben eine Tür. Wir können das Haus verlassen. Das möchte ich aber ehrlich gesagt noch nicht tun. Gucken wir nochmal hier kurz rein in die Vorratskammer. Und hier noch irgendwas machen. Ne, wir können Papa auf jeden Fall Essen machen. Das würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal kurz Essen. Dann bringen wir das nämlich raus. Da können wir gleich raus dann. Und dann müssen wir mal gucken. So, machen wir auf hier. Und dann machen wir mal, was war hier? Da konnte ich trinken. Dann machen wir jetzt mal ein paar Macaroni. Beginning countdown to launch. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir haben jetzt 2 Minuten. Bestrahlen. Fry. Bin. Wie oft kann ich das machen? Wahrscheinlich bis wirklich dieser Timer abgelaufen ist. Fry. Bin. Okay. Noch 1 Minute 30, der Countdown ist gestartet. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier nochmal gucken und nochmal Telefon benutzen. Was kann ich machen? Papa anrufen, die Reynolds Pizzeria. Wir hätten auch Pizza bestellen können. Ah, das ärgert mich jetzt. Ah, wir hätten Pizza bestellen sollen. 1 Minute noch. Ah, wir hätten Pizza bestellen können. Ah, ich bin doof. Hier fehlt ein Bild. Ein Kalender oder irgendwas. Nichts. Das haben wir schon. Maybe I should help Dad clean the house. Instead of playing. Man kann ja spielen, während man was macht. Und die Mikrowelle braucht jetzt noch 30 Sekunden. Den bringen wir dann raus. Sonst noch irgendwas? Nee, ich mach mal erstmal das Essen fertig. Und dann. Ich drück dann genau drauf, wenn es hier irgendwie noch 2 Sekunden sind, oder? I have real superpowers. I could protect the whole town. Ah, wechseln wir C die Kameraposition, okay. So, wie gesagt, wir, wenn es irgendwie noch so 2-3 Sekunden sind, setzen wir unsere Superkraft ein. So. Fry. Bitch.
Schade, ich dachte, es bringt jetzt irgendwas. Was wird das sicher heiß sein? Dass er es so anfassen kann. Snack time! Did you make that for me? You wouldn't get up during the game, so I thought you could eat out here. I can nuke this mac and cheese in no time. Not bad. Not bad at all. You better start cooking from now on, buddy. Mom made the best mac and cheese. She did make the best mac and cheese. But this is the perfect comfort food for a winter game day. Thanks. Well, taste it first. Best mac and cheese ever. Okay. Reden an sie, was macht ihr da? Maybe Dad would want to watch an anime instead. Ja. No. Wird Scheiden zufügen. I'm frozen. I must build a fire. Na dann, komm. Das ist voll toll irgendwie, so dieses Spielerische. Goodbye, Log. Gut, Feuer haben wir auch nochmal gemacht. Verbrennen. Ne, burn. Burn. Okay. Schön. Er hat sogar pausiert gerade, weil er gerade irgendwas macht. Ich weiß nicht, was er macht. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. The Railroad Earth. Beat Poets on a San Francisco Train. Okay. Oh. Okay. You guys can't hide from me. Dad, I found your car keys. That's where they went. I swear I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Cool? Yeah. Nein, wir spielen nicht mit dem Auto. Ach, wir haben Inventar sogar. Ah, unsere kleine Schatzkiste. Schön. Mit dem Stift können wir nichts machen, damit können wir alles machen. Sehen noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Wie zum Beispiel eine Couch. I could sit on the couch and watch the game with Dad. If he sees me. Hm. Why does he drink that if it just makes him mad? Oh, er guckt weiter. Statistikbuch. Ein Statistikbuch. Okay. Das heißt, er guckt sich selber an, was so die Statistiken für die Spiele sind oder was. So, ich mach. Warte. Erstmal. Wir gehen nicht mit dem Autoschlüssel irgendwo hin. Wir legen den hier rein. Den nehmen wir nicht mit. Good job, buddy. Weil das ist doof. Ich will nicht mit dem Auto irgendwie was machen und dann am Ende haben wir Probleme. Was haben wir hier? Papas Zimmer. Okay. Wasserhahn, wir können Interview. Können wir hier kurz die Hände waschen? Jeez, where is the heat? I bet the water eater is sleeping again. Ah, der Wasserfresser. Ah. Okay. I wonder when I can start to shave. Superhero shave. Ja. Das sind sogar Sticker an der Oberseite. Schön. I can't believe Dad let me put these stickers here. Maybe he likes them too. So. Nutzen. Okay. Cape looks good. It's not enough for a real superhero. Ja. Okay. Das heißt, wir machen das Ding jetzt komplett und danach machen wir mal das Interview.
überall lesen, sind Comics und so, ne? I never get tired of Hot Dog Man. Never. Hot Dog Man, alone and forgotten. Is that it? The end of Hot Dog Man? Man, I love this issue. Hong Kong. Toastmann. Wish I could draw like this. Nyan Cat oder was? Hat ihm Spaß. Oh, ah nee, er ist Senfmann. Oh nein, Senfmann. Evil Mustard. Oh no. Na. Warum? Warum? Ah. I'm gonna crush you like peanuts. It's over. Wait. So you're mustard too? I like mustard. I'm going to empty you big time. Was? Ich will's nicht wissen. Yes, hell of a dunk. No diving today, Nemo. Okay, so, hier haben wir auch nichts mehr. Mehr kann man nicht machen, ne? Oh, doch, da ist noch was. Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Oh, dann haben wir sogar das schon mal. Dann können wir schon mal ein wenig unser... No one will guess my secret identity now. Ja, wir haben eine Maske. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. One more piece and I'm almost done. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Rüstung. Ich guck mal kurz nochmal in unser Zimmer. Oh, no. Doch, doch, doch. Mal jetzt eine ernst gemeinte Frage. Wer von uns hat das nicht mal gemacht? Fernbedienung irgendwie in den Rücken gehalten und so getan, als könnte er einen Fernseher praktisch mit so Pium und dann ist der Fernseher an. Wer hat das nicht gemacht? Also ich kann definitiv sagen, ich habe das schon gemacht gehabt als Kind damals. I can't wait to get a real pine tree this Christmas. That was a fun birthday party at Pizza Arcade. I hope it'll be cool next year. Oh, Chris hat gewonnen. Pizza Arcade. Bestes Spiel des Tages, Chris. Ah, naja. Sehr schön. Okay, so. Mmm. Oh. Good job, Chocolate Hog. Schokofifras. Okay, Spielzeug haben wir hier unten noch. Da sind noch Pantoffeln. No superhero should wear those. But they're so comfy. So, die Frage ist halt wirklich, wo kriegen wir denn Rüstung her? Es ist eine leichte Rüstung, das heißt, es ist eigentlich ja nicht viel, was wir brauchen. Wir haben hier noch ein bisschen was zum Angucken. Dad never smiles like that anymore. Oh, er war so 2005 sogar. Okay, das heißt, es hat ihn wirklich extrem runtergemacht. If I could go back in time, I'd go see him play. He looks so different in his basketball outfit. Deshalb interessiert er sich jetzt auch so für das Spiel, weil er selber mal gespielt hat. So popular. Naja. See what you're doing. Stop it. I didn't do anything. Entschuldigung, Papa. Hey, buddy. Can you bring me a beer? You already drank a lot of beer. Thanks, bartender. Now get me the goddamn beer, okay? Chris, huh? These are Nein. The most important numbers for you on this okay. list. Okay, okay. Oh, yeah. That's right, it's okay. Cool story, Dad. Jetzt haben das zwei Audio-Lines übereinander gespielt. Garagenschlüssel.
So, warte mal, ich soll ihm ein Bier holen. Wo soll ich ihm ein Bier holen? Im Kühlschrank oder was? Nimm mal an den Kühlschrank. Oh, 4-3. Da. Ja. Das war das Letzte, ne? That's a nice cold one. Cheers. Man, that was fast, Dad. Well, excuse me. Okay, I'll slow down, Chris. This empty can is evil. Would Captain Spirit take care of it? Really? Yeah? Step aside, Mr. Erickson. Captain Spirit is here to recycle. Hey, you better hurry. This can's gonna destroy the town. Man, that was too close. Thanks, Captain Spirit. I'm always here to lead my team to victory. Aber der Vater ist trotzdem eine gute Seele. Also, das kann man nicht... Oh, das war schön. So, okay. Was wollte ich noch machen? Ich wollte noch mal in diesen dunklen Raum da drüben gehen. Machen wir hier Licht an. Und gehen wir mal hier rein. Wir öffnen sie natürlich mit Kraft. Also mit unserer Superkraft. Ach, meine Güte. Hat er ein bisschen viel geschnüffelt, oder? Hui. What the fuck? Hey. Hi. So. Ich darf nicht. Es muss weg. Es guckt immer sofort her. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich dachte jetzt vielleicht rückwärts laufen oder so. Okay, es guckt mich auch an. Okay, es guckt mich so oder so an. Also laufen wir mal hin. Der Wasserfresser. Wasserfresser. Erstmal ansehen. No more fear. I have to face this monster. The city needs hot water. Wasserfresser! Verschwinde! Schön. Well, that wasn't too hard. I've tamed the water beast. Okay, da kommen wir nicht mal rein. Wenn du Aufgaben beschließt, scheint das Logo. Okay, machen wir mal aus hier. So. Hey Dad, the water heater was down again, so I fixed it. Hat dich anscheinend nicht interessiert. Okay, das haben wir gemacht. Haken. Wir brauchen immer noch was für unser Kostüm. Gibt's bei uns Schatz? Okay. Wo kriegen wir das für unser Kostüm her? Wir brauchen noch was, wir brauchen noch was. Hier haben wir nichts, ne? Hätten wir schon geguckt, ne? Kann ich vielleicht bei Papa im Zimmer was finden? Hat er die ganzen Bilder abgehangen? I'm glad Dad kept Mom's perfume. Smells just like her. Hm.
Oh. I'm too old to be measured now. Right? 2014 war er 7 Jahre. Das heißt, wenn es jetzt 2018 ist, ist er jetzt 11 Jahre. Okay. Okay. Locked. Hm. I wonder what Dad keeps in here. Ein Plattenspieler? Dad doesn't play Mom's records as much as before. Nein, ich wollte es nicht. Ich habe Angst, dass es kaputt macht. Ich wollte es mir angucken. Ich wollte es nicht gleich spielen. Drücke rechtsklick, um Sonderansichten zu verlassen. Möchte ich aber nicht. Ich finde das immer schön, so praktisch diese... Kannst du mal da oben weggehen, Einblendung? Bitte? Bitte? Es halt echt schön, dass es so praktisch durch die Wohnung geht, dass man alles so ein bisschen sieht. Dann Musik ist halt echt schön. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Spiel gratis ist? Also dieses Ding, das ist eine Episode, die ist gratis, wie gesagt. So, aber ich stehe da jetzt auch mal auf, weil jetzt immer wieder beim Anfang. Machen wir mal wieder aus hier. Okay. Ach ja, das war schön. Oh, er raucht auch noch. Smoke in the fortress, I'm breaking the superhero code. Eine stehen. Nein, wir stehen uns keine Zigarette. Oh, I could use this to make some cool armor. Aha! Wir haben es gefunden. Tschum! Yes, this will totally protect me from Mantroid. My suit is almost ready. After I get some paint. Okay, also wir brauchen noch ein bisschen Farbe. Guck nochmal, hier haben wir das Bett. Ansehen, hinlegen. Mom and Dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Ach ja, Baseballschläger. I hope I get to go practice with Dad again this summer. Und wer es noch nicht gemerkt hat, ich gehe immer solche Spiele so, also diese Spiele so an, dass ich es wirklich bis ins kleinste Detail mir alles angucke, weil ich nichts verpassen will. I know this drawing sucks. But it's cool that Dad put it here. Schön. That does not look good. Na dann. Oh.
haben einen Schlüssel gefunden. Ooh, the mystery of the secret key is solved. Na dann, komm mal her, Schlüsselchen. Yes! Yes! Kurz gucken, light geht. On. Ja, wunderbar. Super, wir sind echt super, wir können alles reparieren. Und jetzt gucken wir mal in den Schrank. Careful of booby traps. Ein Brief. Mm, Dad never told me he had a new friend. Oh, Charles, es tut mir leid, was ich letztens gesagt habe. Ich war sehr wütend, dass du mir nicht zuzuhören scheinst, wenn ich meine Meinung zum Ausdruck bringe. Mein Job kann sehr stressig sein und ich weiß, es geht dir auch an die Nieren. Deshalb möchte ich mehr in deine Welt eingebunden sein. Ich hasse es, dich so traurig zu sehen, wenn du mich doch so glücklich machst. Ich warte immer noch darauf, deinen Sohn kennenzulernen. Ich habe den Eindruck, dass du dich für mich schämst. Sei nicht wütend, ich hoffe, ich liege falsch, doch du sagst manchmal Dinge, die meine Gefühle wirklich verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich muss dir dies einfach sagen, damit du es verstehst. Ich denke oft über uns beide nach, daher hoffe ich, dass du weißt, dass diese Nachricht von Herzen kommt. Deine kleine Tänzerin, Audra. Okay. Oh my God. Dad actually got me the new play box? No way. Dad used to always talk about this basketball. Okay, guck mal noch die Kiste an. Wow, Dad had fans when he was playing in high school. Lieber Charles Erickson, ich bin 12 und will eines Tages professionell Basketball spielen. Meine Eltern fahren mich zu all ihren Spielen. Sie sind super auf dem Platz. Das Letzte war das Beste, das ich je gesehen habe. Ich hoffe, ein NBA-Team wirbt sie an. Danke und ich sehe sie beim nächsten Spiel. Todd Hemmel. No. That's scary. Is alcohol drinking your life away? You're not alone. We can help. Contact overcoming alcoholism. Discount rates available. Okay. So we moved because Dad couldn't pay for the house? That sucks. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Erickson, unsere Unterlagen zeigen, dass Sie Ihre dritte Hypothekenrückzahlung trotz wiederholter Verlängerungen und Zusicherungen versäumt haben. Obwohl wir die Situation eines jeden Hausbesitzers verstehen und Sympathie für diese empfinden, hat unser Büro den Eindruck, dass wir Ihnen gegenüber mit mehr Verlängerungen mehr als fair waren. Sollten Sie den ausstehenden Betrag der Hypotheken nicht bis zum angegebenen Datum bezahlen, sehen wir uns gezwungen, eine Zwangsversteigerung der Immobilie zu veranlassen. Wir hoffen, diese Angelegenheit bald mit Ihnen klären zu können. Mit freundlichen Grüßen, Klemp Immobilien. Okay. Dad got fired? That's when he started working for the railroad. Schulbezirk, sehr geehrter Trainer Erickson, obwohl unsere Fakultät Ihr Vermächtnis und Ihr Engagement zu schätzen weiß, wurden Sie mehr als zweimal für Ihr aggressives Verhalten gerügt und in Anbetracht des jüngsten Vorfalls bezüglich den Bierdosen im Schwimmbad nach Schulschluss bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihren Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Wir bedauern diese Situation, doch wir sind überzeugt, dass Sie verstehen, dass die Sicherheit der Schüler immer an erster Stelle stehen muss. Wir fügen ein Merkblatt mit Informationen zu alkoholbezogenen Problemen an und hoffen, dass Sie in der Zukunft Erfolg haben. Mit freundlichen Grüßen, Schulinspektor Mangum, Schulbezirk Sunny Creek. Okay. Nimm den Schlüssel wieder weg und versteck ihn wieder, bitte. Das merkt doch Papa. Was? Faustabdruck. I've never seen Dad get that mad. It really scares me. Ey, was Alkohol mit Menschen macht, ne? Ey. So, warte mal, haben wir hier Farbe? Eigentlich? Wir können ja erstmal im Walkie-Talkie mal kurz anrufen, ja. Das wollte ich vorhin schon mal machen. This is Chris to the Flying Fortress. Come in. Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. I
It's hard because of the storm. This is perfect cover for a snowmancer sneak attack. Eyes sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Kann ich Fenster? I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Hey, careful, Till. Hey, Spider Baby. I think you caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast, he's in one place. Ah, yeah. I miss playing ball with my friends. Before we moved. Yeah. Der Hairstachel. Warte mal, wir können nochmal. Moment, haben wir im Bad noch? Kann ich das nochmal nehmen? Nee. Now that's a superhero. Aber wir brauchen nur noch Farbe. Spielzeug, haben wir da Farbe drin? I could take over the town with this army. Or the world. Huch. Diese Kameraeinstellung hat mich gerade ein bisschen verwundert, kurzzeitig. Zeichenzeug, Tasche, also nicht Zeichenzeug, Zeichen, ihr wisst schon, was ich meine. Wo kriegen wir denn Farbe her? Schläft er? Ja, er schläft. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. So, mal gucken, ob wir nächste Folge irgendwo Farbe finden. Keine Ahnung, wo wir finden wollen. Nun gut, aber ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin noch einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen und habt euch wohl. Ciao.